Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, diesmal von Quake. Ja, das Spiel ist schon etwas älter. Es ist quasi ein Spiele-Klassiker. Und es basiert darauf, auf dieses Spiel basieren so viele andere neue Spiele. In irgendeiner Art und Weise. Und natürlich auch der Nachfolger Quake 2. Genaueres sieht man vielleicht bei Wikipedia und ich wollte das jetzt auch endlich mal durchspielen, denn ich habe es glaube ich noch nie richtig durchgespielt. Die Hintergrundgeschichte zu diesem Spiel ist relativ einfach erklärt und es gibt kein Intro-Video oder sowas. Wir sind der Übersoldat, der in vielen Schlachten erprobt ist und wurden um 12:30 in der Nacht angerufen, um zu diesem Ort hier zu kommen. Wo nämlich der böse Quake unsere Slip-Portale, mit denen man Sachen direkt auf Mars und so portieren kann, besetzt hat und ja, halt seine bösen Gegner rüberschickt. Interessant ist auch, dass man über diesen Weg hier seine Schwierigkeitsgrade auswählt. Einfach, normal und schwer. Und um zu schwer zu kommen, muss man auch wirklich Skills haben, weil darüber kommen ist ziemlich schwierig. Ich werde normal spielen. Und wie gesagt, wir wurden angerufen mitten in der Nacht, um hierher zu kommen und unsere Slip-Portale zu befreien. Das ist Kapitel 4. Kapitel 3, Kapitel 2 und ich fange an mit Kapitel 1, die mich so schön auffordert, hier reinzurennen. Das ist die erste Episode. Dimension der Verdammnis. Mystische Vergangenheit wird lebendig. Ich gehe in dieses Slip-Portal, was mich sofort in den ersten Level führt. Ja, es sieht alles ziemlich verkästet aus. Noch ist hier ruhig. Und hier wartet ein Tutorial. Ich kann hier hochspringen, da drauf schießen und habe ein Geheimnis gefunden. Und zwar meine Shotgun-Shells. Dann kann ich hier hochgehen, hier rüber springen. Ebenfalls Shotgun Shells auch sammeln und mein Arm. Und ich glaube, das war auch alles, was man hier vorne finden kann. Und da kommt der erste Gegner. Ja, die FSK hatte das übrigens mal verboten. Mir indiziert sogar. Da das unethische. Unethische, wie hieß das noch? Unethische Empfindungen rausholen kann. Und wie gesagt, es gibt hier ziemlich viele Secrets, deswegen springe ich erstmal ins Wasser. Hier geht's nicht lang, aber hier ist ein Durchgang. Da. Und hier unten gibt's erstmal Unterwasser. Und noch ein Secret. Die Tür lässt sich viel anders öffnen. Ich gehe wieder zurück. Diesen Gang. Und hier war ich doch schon mal. Ja, gut. So viel zum. Hier gibt es überall Verstecke. Ich werde bestimmt nicht alle finden. Aber das macht auch erstmal nichts, denn ich will es ja durchspielen. Der arme Hund muss auch weg. Einige Secrets kenne ich aber noch. Und zwar das hier. Was jetzt nicht so ein Secret ist. Aber sonst kommt man da ja nicht irgendwie hoch. Ja, hier oben gibt es auch schöne Strukturen in der Decke. Hier oben ist auch noch irgendwas. Naja, genau. Und. Die Railgun. Gibt's natürlich auch sonst. Aber schwierig ist es auch noch nicht. Aber damit kann man schön wieder loslaufen. Und die Gewaltdarstellung ist eigentlich gar nicht so schlimm, würde ich mal behaupten. Die FSK hat ja Mortal Kombat X freigegeben, von daher. Kann man da schon mal drüber. Oh, da
Das sieht auffällig aus. Ja, und ich gehe natürlich hinten wieder raus. Das ist wichtig. Ich habe die Quad Damage auf nur eine bestimmte Zeit. Und dann daddel ich hier noch rum. Okay, ist doch ein bisschen mutiger als ich gedacht habe. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen lauter als ich gedacht habe, aber da muss ich jetzt mit leben. Ein Tauchanzug. Denn hier unten im Wasser gibt es noch was zu entdecken. Im Tauchanzug kann ich übrigens unter Wasser atmen, was ja üblich ist bei so einem Tauchanzug. Hier muss ich rein. Und wieder eine Secret Area gefunden mit einem gelben Schutzschild, was ein bisschen stärker, mit gelben Panzerung, was ein bisschen besser ist. Und natürlich starte ich wieder hier vorne. Da ist mein Tauchanzug kaputt gegangen. Macht nichts. Wir haben ja eh alles hier schon gemacht. Wir haben die drei Knöpfe hier gedrückt, um die Tür unten zu öffnen. Da habe ich es noch nicht geschafft, hochzuklettern. Und ich werde es diesmal auch nicht versuchen. Dreimal verkacken genügt mir. Ja, und sollte ich keine Munition mehr haben, habe ich ja noch eine Axt. Das war das erste Level. Ich habe 4 von 6 Secrets gefunden und es waren noch nicht mal 5 Minuten. Die beiden sehen mich noch nicht. Das ist das Letzte. Hier könnte ich auch einfach nur durchrennen, aber würde ich die ganzen lustigen Sachen verpassen. Und manchmal sieht man auch einfach, wo es weitergeht. Gehen weiter. So. Da lang. Durch diese Secrets rennt man natürlich vielleicht ein bisschen weit vor. Aber das wird man wohl verkraften, hoffe ich. Und die drei hier haben es wohl nicht erwartet. Also wenn ich wieder entwickeln. Ach, der Mist mit den scheiß Granaten. Achso, in diesem Spiel gibt es auch dieses wunderbare Feature, dass sich die Gegner manchmal gegenseitig erledigen. Wenn sie zufällig den Falschen treffen, der nicht ihre eigene Art ist. Also, wenn der da einen von denen trifft, dann haut der da eher auf ihn als auf mich. Und natürlich auch andersrum, wenn der da den trifft, dann haut der eher ihn als mich. Und das ist irgendwie lustig. Ein wenig, man könnte es rassistisch nennen, aber wir wollen ja nicht so sein in diesem Spiel, denn hier sind ja alle für sich selbst die Nächsten. Ich meine mich zu erinnern. Dass ich auch mal sehen konnte, wie viel Energie ich habe. Aber das ist irgendwie weggefallen. Den. Ach stimmt, ja, das war ja der andere Secret Gang, den ich noch hatte. Wenn ich von da aus komme. Hier links, hier links. Na guck mal, hier ist die Tür offen. Ein Secret-Raum. Und ich bin wieder hier. Dabei wollte ich doch eigentlich die gelben
Weißt du, ich meine, ne? Den gelben Rüstung. Die gelbe Rüstung wollte ich haben. Ja, diese kleinen Tricks, die waren früher ganz lustig. Inzwischen habe ich so viele 3D-Shooter gespielt. Ja, komm. Ach ja, Super Vetter. Erstmal gucke ich mir den Raum hier an. Oh, ein Schlüssel. Wasser. Diese Tür wird woanders geöffnet. Also drücke ich mal diesen Knopf. Ja, und ich komme zum Schlüssel. Hier kann ich den Schlüssel benutzen, aber ich war noch nicht an der anderen Stelle. Und zwar hier unten. Ja, achso, hier komme ich nur wieder hier hin, okay. Gut. Hi. So, hier war der Schlüsseltür, also weiter. Hier komme ich nicht durch. Hier habe ich noch eine Shotgun. Und hier ist ein Knopf. Und jetzt ein Klassiker. Anstatt dass es weitergeht, kommt ein Monster. Gesendet von Quake. Den Bösewicht, den wir hier platt machen müssen. Also eigentlich ist das Spiel ja eigentlich nur, mach alle tot, die da sind, und lass dich nicht tot machen. Ich muss durch den... durch das Tor rauszukommen. Ja. Hatte ich jetzt nicht erwartet. Und raus. Das war das zweite Level und das dritte folgte sofort. Okay, die erste habe ich früher als kleiner Mensch richtig oft gespielt, die ersten paar Level. Also kleiner Mensch. Das weiß ich, wie alt ich da bin. Das bisschen Aggressivität hatte ich vorher schon. Sturm und Drangzeit. Aber das nur nebenbei. Hier gehe ich noch nicht rein. Ich gucke erstmal, was hier unten ist. Okay. Stehen übrigens wieder auf, wenn man sie erschießt. Deswegen muss ich sie stärker erschießen. War da was? Ja. Und noch mehr Zombies. Ich glaube, das wird auch erstmal nicht mehr auf die Zombies. Ein goldener Schlüssel. Komm, noch mehr Zombies. Einmal mit irgendwelchen Körperteilen werfen. Behalt deine Arme bei dir. Okay, kein Geheimnis. Kein Geheimnis. Kein Geheimnis. Ausgang.
Ach ja, hier gibt es ja auch noch was. Leben. Für die Nailgun. Medipack und für den Kiro. Hast du dich versteckt? Okay, das ist logisch. Und jetzt wird's lustig. Oder auch nicht. Eigentlich, oh Gott, jetzt kommt der Deckel für hier runter. Ich werde zerquetscht. Ich hab da einen Knopf. Ah, alles klar. Gag versaut, schade drum. Aber macht ja nichts. Dafür haben wir ja diesen hier noch. Kann man das schon Sci-Fi nennen oder ist das eher vergessen? Und ich glaube, ich habe irgendwo das Spiel auch schon unter Lovecraftchen gesehen, obwohl ich nicht glaube, dass Lovecraft irgendwas ansatzweise hiermit zu tun hätte. Weil das ist doch so, das ist nicht so subtil Horror, das ist eher so Monster. Und das Ding mit Cthulhu, ist ja jetzt auch nicht so wirklich Horror Monster mäßig, sondern eher achso, hier kam übrigens so ein Pfahl raus, der dann noch nicht so gut war für mein Resultat. Genau, wie geht's nicht so. Hier sind keine mehr. Gut. Also ich weiß, dass hier manchmal welche auftauchen, ohne dass man sie erwartet. Langsam bin ich gut mit dem Ding. Spaß gemacht. Wie ist das Gegenteil? Ups. Die sind ein bisschen zerbrechlich. Aber eben sag ich, dass sie werfen mit ihren Körperteilen nach mir. Die rapide nachwachsen, aber auf jeden Fall. Nur gut für sie. So, hier kriege ich das aber hin. Dann muss ich ja eh den Knopf hier drücken. Schon kommt die Zombies raus. Noch einer? Nein? Schön, dass ich das jedes Mal anders schaffe, die alle zu erledigen. Okay. Wie gesagt, ich bin der Uberkiller. Ich muss die Menschheit. Ja, die Menschheit muss ich nicht retten, glaube ich. Na, irgendwie schon, weil wenn die alle durchbrechen und sich hier auf diesem Planeten reinmachen, dann muss ich machen. Okay, der ist weg. Der war nicht. Ich muss schon wieder einen Zombie werfen, da. Okay. Da bitte. Ah, du schon wieder. Aber diesmal ein bisschen anders. Die Decke kommt hinab. Oh mein Gott. Ich kann nichts drücken, um wegzukommen. Ach du, da wird der Dachsack. Ja, ich glaube, das erste Level von solchen Spielen, das vergisst man nie. Ja,
Manchmal denkt man auch, ach, das war in diesem Spiel. Aber hier war jetzt nichts mehr, ne? Nö, hier gucken nur noch die beiden da doof aus der Wand raus und ich kann ins nächste Level. Glaube ich. Und ich habe nicht ein einziges Secret gefunden in den ganzen 8 Minuten. Naja.